Wieder zurück, immer noch in unserer Schlacht. Ich musste gerade einen ganz kleinen Cut machen, weil es gerade ein kleines Problemchen gab. Jetzt läuft aber alles wieder und wir sind dabei. Wie sind das? Jetzt muss ich keine Munition verschwenden, aber komisch. Also das ganz im Ernst, das kann es nicht sein. Das ist zu viel. Mit was? Wie? Das ist ja schon grenzwertig gerade, Leute. Grenzwertig an totaler bekloppter Zerstörung hier, ey. Und wir fangen wieder hier an. Also das finde ich gerade ein kleines bisschen ätzend, Leute. Und dass wir an dieser Stelle hier nicht weiterkommen. Ich möchte den Hebel nicht betätigen. Ist gut. Ja, nichts passiert. Toll. Wieso habe ich jetzt noch so viel Granaten? Schlimm hier, Leute. Echt, echt, echt. Das ist ja. Kann man mit mir fast nicht machen hier. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. So, und jetzt kommt das, was ist, was überhaupt nicht geht. Bin ich schon mal in den Raum hereingekommen? Nicht hauen, nicht hauen, nicht hauen. Oh nein. Das ist... Oh Mann. Echt schwer, ey. Ist uns leider nicht. So, und jetzt sehen die Dinger hier schon wieder super. So, mal sehen, was uns jetzt hier um die Ecke erwartet. Wir sind mehr von denen. Immer weiter schießen. Schön, dass hier mehr von denen sind, aber... Ich kann, wie gesagt, auch nicht mehr daraus machen.
dieser Raum hier war gerade ehrlich unsere Rettung. Dann gehe ich mal ganz kurz nachladen. Jede Munition ist jetzt wichtig, ey. Du bist scheiße. Schnell scannen. Aber wir kriegen auch hier auch nicht mehr viel raus. Hier kommen wir schnell an den Raum. Wir müssen da lang. Das ist der Maschinenraum. Schneller! Hä? Niemand zu Hause. Wo bist du, Jill? Hä? Also das verstehe ich jetzt nicht. Boah, eine hohe Präzision, aber wirklich, es war gerade knallhart, ey, Leute. Da war schon eine Knobelrunde. Weiter geht's. Mysteriös, wo die wohl verschwunden sind. Und da sind sie wieder. Da war ich doch gerade eben. Okay. Kämpfen wir uns hier mal kurz frei. Toll. Schon fast. So langsam wird es dunkel hier, ne? Ja. Irgendwann sind auch die Luftreserven, die man hat, erschöpft. Jetzt wissen wir, was wir machen. Da liegt eine Stange und da liegt eine Stange. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt fallen lassen haben. Das ist nicht gut. Es muss einen Weg gehen. So. Die Stange holen. Holen wir uns mal. So. Hier haben wir eine weitere Stange. Probieren wir es nochmal. Oh ja. Yeah.
Problem. Was, Jill? Hätte gemütlicher sein können. Schrotflinte. Es steigt weiter an. Wir haben Strom. Wir können einen Shot im Kontrollraum schließen. Wo befindet sich denn jetzt ein Schattenkontrollraum? Hiervon kriegen wir wieder nichts mit, aber... Solche hässlichen kleinen Nervensägen. Die ist irgendwie die schlimmste, aber die MP5 oder sowas, was wir hier gerade haben, ist wirklich eine sehr effektive Waffe. Der Strom ist an. Nutzen wir ihn. Okay. Nutzen wir die Zeit. Ich überprüfe das Kontrollsystem. Okay. Was heißt das denn? Ich habe kein Signal. Vielleicht sind die Antennen ausgefallen. Sie sind auf dem Aussichtsdeck. Vielleicht kriegen wir sie wieder hin. Die Aussicht ist sicher toll. Bestimmt. Also los. Das Aussichtsdeck. Wir können von der Halle aus heraufklettern. Halle aufsuchen. Ja, das heißt, wir den ganzen Weg mit dem Fahrstuhl hochfahren und die Halle. Hat das geklappt? Das Wasser ist doch. Alles okay. Das Schott ist zu. Wir müssen nur warten. Ja, das warten aber nicht jetzt. Oder so warten. Das ist ja jetzt schon wieder zu viel. 1%. Das ist erstaunlich. Wenn wir 100 von den Viechern töten, damit wir einen Heal-Pflanze bekommen. Und wie auch immer. So. Aber ich hatte schon gewundert. Wieso sind wir denn hier? Okay. Quint hat herausgefunden, dass es zwei Schiffe waren. Ihr seid auf dem Schwesterschiff der Queen Zenobia. Jill und Parker werden vermutlich auf diesem Schiff festgehalten. Konnten Sie es lokalisieren? Nein. Aber meine besten Leute arbeiten dran. Es ist aber noch nicht lange her, oder? Korrekt. Es kann sein, dass die beiden Schiffe bis vor wenigen Stunden zusammen unterwegs waren. Sucht die Umgebung ab und haltet die Augen offen. Verstanden.